Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier möchte ich dir zeigen, wie du Maschen zu- und abnimmst bzw. verdoppelst und zusammenziehst, also je nachdem, wie es nach Anleitung gefordert wird. Zunächst zeige ich dir, wie du zwei Maschen zusammenziehst bzw. abnimmst. Genau, und dafür, wenn jetzt zum Beispiel in einer Anleitung gesagt wird, dass du zwei feste Maschen häkelst und dann zusammenziehst, dann würde das so aussehen, du häkelst also zwei feste Maschen. Und dann nimmst du diese beiden Maschen und ziehst sie zusammen bzw. nimmst sie zusammen ab. Also du häkelst, gehst in die Masche rein, nimmst den Faden, lässt sie aber auf der Nadel erstmal drauf und dann gehst du in die nächste Masche rein, ziehst den Faden vom Zeigefinger, lässt ihn auf der Nadel drauf, nimmst den Faden vom Zeigefinger und ziehst ihn durch alle drei Schlaufen durch. Also nochmal, wir häkeln zwei normale feste Maschen. Eine feste Masche und die zweite feste Masche und dann die dritte und vierte ziehen wir zusammen bzw. nehmen sie ab. Wir stechen in die Masche rein, holen den Faden vom Zeigefinger, lassen ihn auf der Nadel, stechen in die nächste Masche ein, holen den Faden vom Zeigefinger, ziehen ihn durch, lassen alle drei Schlaufen auf der Nadel, holen den Faden vom Zeigefinger und ziehen ihn durch alle drei Schlaufen durch. Damit haben wir diese beiden Maschen zusammengefasst. Nun zeige ich dir, wie du Maschen verdoppelst. Dafür mache ich das Ganze nochmal auf, bis zum Anfang der Reihe. Und da steht zum Beispiel in der Anleitung wieder zwei feste Maschen und dann verdoppeln bzw. zunehmen, je nachdem was da steht. Meistens steht verdoppeln und dann häkeln wir ganz normal zwei feste Maschen. Und verdoppeln diese Masche. Also wir stechen in die Masche ein, häkeln eine feste Masche in diese Masche und stechen nochmals in diese Masche rein und häkeln nochmal eine feste Masche. Okay, und nehmen wir an, wir müssen halbe Stäbchen häkeln. Dann häkeln wir ganz normal, also es wird zum Beispiel gesagt, zwei halbe Stäbchen und dann verdoppeln. Dann häkeln wir zwei halbe Stäbchen und noch ein halbes Stäbchen. Und wir verdoppeln jetzt diese Masche mit einem halben Stäbchen. Also wir nehmen den Faden vom Zeigefinger, stechen in die Masche ein, holen ihn durch und ziehen ihn durch alle drei Schlaufen. Und das Ganze nochmal in diese Masche. Damit haben wir diese Masche hier verdoppelt. Du siehst das ganz gut. Hier sind zwei Maschen drin und hier ist nur eine Masche drin. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dann!